Wir starten mal in das erste Video rein. Es geht thematisch um einen Bauernhof. Der Videotitel ist: Ich habe einen Bauernhof gekauft und wurde überrascht. Das Ganze von Hagen Amstep. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie ein Video von ihm gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, was uns erwartet. Aber das Thema Bauernhof hat mich tatsächlich abgeholt, weil wir hatten auch immer mal überlegt, ob wir uns einen Bauernhof kaufen. Ja, Freunde, heute gibt es ein Video, auf das ich monatelang hingefiebert habe. Ich habe vor mittlerweile fast 3 Monaten im Rahmen einer Zwangsversteigerung ein Haus gekauft. Und wurde danach mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass dort eben... Also auf jeden Fall geht es schon mal ums Thema Zwangsversteigerung. Finde ich super spannend, weil wir hatten auch öfter mal irgendwie nach Grundstücken und Häusern und so geguckt. Und da kommt man, wenn man jetzt durch irgendwelche Portale scrollt, auch nicht an Zwangsversteigerungen vorbei. Aber wir haben das nie in Angriff genommen. Die Eltern des ehemaligen Eigentümers wohnhaft sind. Das sind ältere Personen. Am 14.09. ist das Eigentum auf mich übergegangen. Ich hatte eigentlich geplant, die Immobilie ab dem Zeitpunkt zu nutzen und auch noch vor dem Winter, der jetzt hier offensichtlich eingetreten ist, dort zu renovieren und Content zu machen und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, es sind Menschenleben, die leben dort und die haben jetzt erst zum 1.12. eben Platz im betreuten Wohnen gefunden. Und solange habe ich die dort kostenfrei wohlgemerkt. Das ist auf jeden Fall ein feiner Schachzug, möchte ich meinen. Ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, obwohl ich finde, das ist auf jeden Fall zur guten Etikette dazu gehört, so etwas zu tun. Wohnen lassen, also nicht nur kostenfrei wohnen lassen, sondern soweit ich bis jetzt informiert bin, auch alles wie Strom, Internet, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, alles was eben so an Kosten anfällt bei einer Immobilie, geht in diesen 3 Monaten auch auf meinen Nacken, denn all das hatte der ehemalige Besitzer und Eigentümer der Immobilie seit Jahren schon nicht bezahlt. Oh, spannend. Als wir das Waldgrundstück gekauft haben, sah es in etwa ähnlich aus. War auch ein bisschen was nicht bezahlt und so. Deswegen kam es ja auch unter anderem erst zum Zwangsversteigerungsverfahren. Und nach dem, was ihr letztes Video schon alles gehört habt, mit irgendwelchen dubiosen Gesellschaften, ich greife mal den Begriff Ex-Bürger auf, habe ich jetzt auch letzte Woche noch erfahren, dass auch der ehemalige Eigentümer selbst wohl immer noch, bis zumindest vor einer Woche, den Gewerbeteil der Immobilie, also es ist ja so ein alter Bauernhof mäßig mit Scheune und die haben da Schweine geschlachtet und dass er das selber immer noch nutzt. Wie gesagt, okay, krass, du kaufst also ein Gebäude in einer Zwangsversteigerung und dann nutzt der Eigentümer das Gebäude noch, ist ja auch spannend. Wohlgemerkt auf meine Kosten, ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, wo ich das gehört habe. Ich freue mich, das endlich mit euch teilen zu können und zu dürfen, weil ich bis jetzt 3 Monate lang halt alleine mit dem Thema auf mich gestellt war und mich das wirklich sehr, sehr belastet hat. Es tut sehr gut, darüber gerade zu reden. Ich habe jetzt gleich einen Termin mit den Eltern und mit dem Bruder des ehemaligen Besitzers für die Schlüsselübergabe. Das heißt, ja, wir sehen heute eigentlich schon das Haus. Es ist alles natürlich jetzt ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich hatte mich erst ultra gefreut und dann war ich ultra abgefuckt. Und jetzt ist es so, ja, einfach mal gucken, was kommt. Aber es ist eigentlich schon so das Worst-Case-Szenario. Man könnte also sagen, dass der Start ein bisschen mehr als nur holprig war. Eieiei. Und das bei einer Zwangsversteigerung, wo man sowieso gefühlt schon nicht weiß, was man unbedingt kriegt. Außer hätte es vorher angucken können. Aber ist ja auch immer ein Überraschungspaket. Ich weiß nicht, wer schon mal eine beschissenere Hauskauf-Story hinter sich hat. Wirklich, Freunde. Lasst mir auf jeden Fall gerne schon mal an dieser Stelle einen mentalen Unterstützungs Daumen da und auch gerne ein Kanal-Abo, wenn ihr es noch nicht habt. 70% der Zuschauer schauen hier ohne Abo zu. Das muss doch nicht sein hier, ihr Schlinge. Einmal Abo, Glocke, alles und dann seht ihr auch, wie das hier mit der ganzen Geschichte weitergeht, denn spannend wird es auf jeden Fall. Ich habe jetzt gleich einen Termin hier zur Schlüsselübergabe und hoffe, dass alles funktioniert. Also ganz ehrlich, Schlüsselübergabe im Dunkeln ist auch immer ein bisschen schwierig, finde ich, weil du kannst ja das Objekt nicht nochmal angucken. Also ist auch die Frage, ob er es vorher überhaupt gesehen hat, aber so wie sich das Video anhört, hat er es, glaube ich, gesehen. Mir wurde halt schon anderes angedroht, aber ich hoffe jetzt einfach nochmal das Beste. Ja. Oh, das sah ja auch wild aus, oder? Irgendwie fand ich es gerade wild vom Anblick. Das sieht doch schon mal sehr gut. Ich habe jetzt die Schlüssel bekommen und habe auch gleich die Schlösser ausgebaut, um eben auch Unbefugten den Zutritt zu verwehren. Bin jetzt hier zum örtlichen Baumarkt gefahren und werde mir gleich noch einen Weihnachtsbaum dazu kaufen. Nee, Spaß, aber ich schaue jetzt mal, ob die hier irgendwie passende Schlösser haben und ob ich die selber gewechselt kriege. Das erinnert mich auch so krass, irgendwie als damals, da, als wir das Waldgrundstück gekauft hatten, wegen den Schlüsseln und so, ey, was müssen wir da nehmen und so. Wenn du von all dem noch keine Ahnung hast, ist das irgendwie safe der erste Gang im Baumarkt. Und das Schlimme ist, die sehen auch so gleich aus. Dann gehen wir mal rein hier in die Hütte. Jetzt geht's los, Leute. Es geht ja nach 3,5 Minuten geht's los mit dem Bauernhof. Erstes Problem wird sein, es gibt 3 Zugangstüren zu diesem Haus. Oh,
Jetzt brauchen wir Licht. Schon mal kein Licht hier, oder was? Und zwei davon haben wir jetzt die Schlösser rausbekommen. Bei der dritten Zugangstür ist es so, dass halt der ehemalige Eigentümer noch die Schlüssel hat. Deswegen habe ich auch zum Glück jetzt gerade hier nicht diese Drehknopfdinger wieder besorgt, weil dann könnt ihr einfach durch die dritte Tür rein und die hier wieder tauschen. Und so habe ich zumindest erstmal hier... Aber ich habe das Gefühl, dass da so Vertrauen ist da jetzt nicht so da, oder? Also korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber irgendwie ist das schon so eine komische Nummer da. Den Zugang. Man weiß ja nicht, wie der so drauf ist, weil wie gesagt, das ist das Problem. Ich habe vor einer Woche mit ihm telefoniert und da hat er noch sehr wenig kooperativ gewirkt, aber... Ja, ich hoffe natürlich, dass man das alles irgendwie jetzt im Guten noch lösen kann. Auf jeden Fall tauschen wir jetzt die Türschlösser, Freunde. Jetzt wird nicht mehr an verpfuschten CLs rumgebastelt, sondern an Bauernhöfen. Geil, geil, geil. So, das ist jetzt die Haupteingangstür hier. Ihr seht schon, es sieht überall ein bisschen wild aus. Aber es gibt gleich auf jeden Fall noch eine Full-Room-Tour für euch. Hier wird einfach mal von innen jetzt das Schloss reingesteckt, so. Habe ich das verstanden? Zack. Ist auf jeden Fall so Hauptstraßen-Style, ne? Ich hätte, also ganz ehrlich, wenn es jetzt zum Thema Bauernhof gegangen wäre, hätte ich mir irgendwie so ein Örtchen vorgestellt, wo dann der Bauernhof so weiter nach hinten gesetzt ist. Aber das sieht ja so aus wie Hauptstraße. Läuft. Läuft. Ich habe gerade dieses Schlafzimmer gefunden. Oh, schön. Oh, herrlich. Wo noch ein Bett drin steht, das auch sauber ordentlich zusammengelegt war. Ich habe das hier nur schon mal aufgeguckt, um zu gucken, wie lange da keiner mehr geschlafen hat. Und tatsächlich seht ihr, die Bettwäsche ist hier extrem ausgeblichen, darunter aber nicht auf Kamera. Oh, das ist ja aber dann schon mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte oder so. Sieht man das leider nicht so gut, aber es gibt einen extremen Farbunterschied von der Ober- und der Unterseite. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das hier schon mindestens 5 Jahre genauso liegt. Ich habe bloß leider keinen anderen Platz zum Schlafen und ja... Im Chat ist auch gerade erinnert ein bisschen an Lost Place ein Kommentar. Ich weiß nicht. Und die Frage ist, legt er sie jetzt da rein oder nicht? Also schade, dass man über Videos immer keinen Geruch transportiert bekommt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er da alles 5 Jahre und mit der Tapete und so. Ich weiß nicht. Wild. Hauptsache Mütze, sag ich mal. Na, vielleicht, da ist bestimmt noch kalt drin, ne? Ich habe jetzt ein paar Stunden geschlafen hier, Freunde. Ich will nicht sagen, dass trotz, dass ich eine Mütze auf hatte, meine Haare jucken, aber... Herrlich, herrlich. Ich habe so ein bisschen Emophil gehabt, sage ich euch ganz ehrlich. Aber trotz Mütze jucken schon mal die Haare. Haare jucken? Nee, Spaß. Fangen wir einfach mal an hier und gehen... Spaß, oder was? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es ernst ist. Außen ums Haus drumherum. Hier seht ihr schon mal die Ansicht von der Straße aus. Es ist ein... altes Backsteinhaus von, ich glaube, 1903. Okay, auf jeden Fall schon mal entspannt über 100 Jahre alt. Was sehen wir noch? Einige Fenster. Die Eingangstür finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe auch das Gefühl, dass die, die dort gewohnt haben, irgendwie auf blau standen, weil der Leuchtturm oder was, oder die Lampe hier vorne auf jeden Fall auch blau ist. Das haben die Häuser halt noch richtig massiv gebaut. Ich glaube, 30 cm Wände hat das Ding hier massiv mit Lehm verputzt und so weiter. Das heißt, es ist von Haus aus auch schon gut isoliert, soweit ich jetzt informiert bin, und halt einfach die Qualität, mit der die damals gebaut haben, ne? Das ist schon krass. Aber ich finde auch das Geländer und so, das sieht auf jeden Fall noch ziemlich fresh aus. Wenn du hier noch die Originalsteine überall hast und das alles so komplett kerzengerade aussieht und geil und hier mit der Verzierung und so, also gefällt mir schon sehr gut. Ich bin generell so ein Backsteinfreund. Dann haben wir hier halt ja, so einen ganz kleinen Garten, aber vorne wird man sich wahrscheinlich eh nicht viel aufhalten, weil das hier direkt an der Hauptstraße ist. Also ja. Das ist so eine Ortsdurchgangsstraße. Das Ding ist halt auch, Hauptstraße ist, glaube ich, jetzt grundsätzlich auch nicht so geil, da zu wohnen, aber je nachdem, wie laut es im Gebäude ist, vielleicht auch, ne? Berufsverkehrszeiten fahren hier dann ab und zu mal ein paar Autos durch, aber tagsüber hält sich das dann auch in Grenzen. Es ist einfach Winter jetzt, ne? Es ist einfach Winter jetzt. Ich wollte eigentlich hier schon viel weiter sein, aber naja, jetzt ist es so, wie es ist. Das hier ist die Scheune von der Straßenansicht. Ich sag mal so, ist auf jeden Fall ein bisschen Potenzial hier mit Platzbedarf vorne und so. Kann man schon mal den einen oder anderen Camper hinstellen? Ich glaube, die hat eine Grundfläche von ungefähr 280 Quadratmeter. Das Haus hat eine Grundfläche von 100 Quadratmeter ungefähr. 2 Etagen oben ist auch noch ausgebaut. Ja, und das Erste, was ich mir halt so angeguckt habe, als ich hier vorbeigefahren bin, waren die Dächer, ne? Weil wenn du nicht die Möglichkeit hast, ein Haus von innen zu besichtigen, bevor du es kaufst, dann
schaust du zumindest mal, okay, wie... Okay, da haben wir es auf jeden Fall. Er hat das Haus von innen nicht gesehen, aber so war es ja bei unserem Wald auch mit den Gebäuden. Können wir auch nicht reingucken. Also wir konnten noch nicht mal reingucken, weil da überall auch Gardinen und sowas waren. War auch ein Überraschungspaket. Dächer aus, ist da eventuell, sind da irgendwie Löcher drin, dass du Feuchtigkeitsschäden drin hast, Hausschwamm und so weiter, aber die sahen schon vom Ansehen her ganz gut aus. Ich hatte jetzt hier, wie gesagt, noch mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, die Dächer sind halt zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ich werde auf jeden Fall hier demnächst auch noch mit einer Drohne nochmal vorbeikommen und mir das alles von oben angucken. Da ist meine neue Nachbarskatze. Hallo. Und die Scheune ist halt Fachwerk und ich bin der Meinung, also ich kenne mich halt, ich bin keiner, der sich mit Bau großartig auskennt, aber ich glaube, diese Verklinkerung ist halt nur Fassade, dass sie quasi vor das Fachwerk einmal vorgemauert wurde. Hier haben wir die Scheune von der Seitenansicht. Ihr seht, das ist schon ein relativ fettes Ding. Also ja, ist auf jeden Fall ziemlich groß. Die Frage ist, was ist innen drin? Eingedeckt halt mit Metall. Ich weiß gerade nicht, wie dieses Ding hier heißt. Das ist auch irgendwas für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das hat meine Großeltern damals auch auf ihrem Pferdehof. Ansonsten sieht die Fassade hier halt gar nicht mal so kacke aus. Muss auf jeden Fall so ein bisschen was gemacht werden. Teilweise bröckelt das ab. So hundertprozentig ist das hier halt auch alles nicht. Aber das Ding ist halt auch so 100 Jahre alt. Und ja, die Frage ist ja, wie teuer ist das Ding gewesen? Ich glaube, soweit ganz in Ordnung. Muss man sich halt alles hier irgendwie mal mit einem Sachverständigen auch angucken. Aber vielleicht haben wir auch ein paar tüchtige Handwerker in den Kommentaren, die hier schon mal ihre ersten Einschätzungen lassen können. Auf jeden Fall haben wir hier von der Hanse International Funtype Consulting eine Verlautbarung an diejenigen, die es angeht. Die Hanse International informiert hiermit die möglichen Interessenten am oben genannten Objekt. Dieses Objekt ist nicht zu erwerben. Es ist geschützt durch unsere internationale Organisation, welcher das Bundesland Niedersachsen als auch die Bundesrepublik Deutschland Euro-Milliarden schuldet. Wir haben Aufrechnungen für dieses Objekt der Hanseaten. Also wie ihr auch im letzten Video schon mitbekommen habt, auf jeden Fall eine wilde Nummer. Hier geht's jetzt weiter ums Eck. Ich habe das Gefühl, dass es eine ganz wilde Nummer ist, das Ding sogar. Nicht nur ein bisschen. Eieiei. Freunde, ihr seht, wir haben hier schon ein bisschen Platz, ja? Das ist die Scheune, hier vorne ist die Heizung drin. Hier habe ich jetzt erstmal geparkt und hier geht's weiter. Hier haben wir ja so eine Maschinenhalle, die ist, glaube ich, aus den 70er Jahren laut dem Gutachten. Aber ist ja mal übelst groß, oder? Also die Scheune, das Haus zum Wohnen, jetzt noch die Garage, ist nicht schlecht. Das Tor ist leider kaputt, das ist ein elektrisches Rolltor und da ist eben so Platz für 2 bis 3 Autos drin oder halt auch eine Hebebühne. Das ist also so wie ich es mitbekommen habe, kommt er auf jeden Fall aus der Autoszene irgendwie. Für ihn war das wahrscheinlich ganz praktisch. Vielleicht hat er es genau deswegen ausgesucht. Höhe her müsste man das halt nochmal ausmessen, weil das hier hinten so schräg runtergeht und in der Mitte auch noch so ein Stahlträger ist, der verkleidet ist. Ich habe leider für das Ding auch noch nicht die Schlüssel, weil wie gesagt, der ehemalige Eigentümer hier noch einige Schlüssel hat und das noch weiterer Klärung bedarf, sage ich mal, genauso wie der Verbleib von diesem Fahrzeug hier. Das ist der 7er BMW, den ihr letztes Video auch schon gesehen habt, wo hier irgendein Fantasiekennzeichen dran war. Also es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Der steht hier halt auch noch vom Vorbesitzer. Ich habe dem eigentlichen eine Räumungsaufforderung gegeben, dass halt bis gestern alles hätte entfernen müssen. Hat gut geklappt, sag ich mal. Also ganz ehrlich, die Einschätzung oder meine Einschätzung aus den ersten 10 Minuten, ob ich das gemacht hätte, ich weiß es nicht. Kommt auf den Preis vielleicht auch drauf an und was so seine Vision ist. Vielleicht filmen wir das noch raus. In der Scheune steht noch irgendein Auto, hier steht das Auto. Das Haus hat er nicht von seinen Sachen geräumt. Und hier steht noch mal so ein Zettel drin. Diplomatisches Protokoll. Falls ein CD-Fahrzeug und ein Mensch oder Hanseat in der Funktion eines Diplomaten seitens staatlicher Mitarbeiter wie Polizei oder ähnliches angehalten und befragt wird, so ist ihnen dieses Protokoll auszuhändigen, respektive vorzulesen. Der diplomatische Dienst ist seitens ihres Landes, Bundesrepublik Deutschland, die EU, Österreich, Schweiz und weitere bestätigt im Rahmen unserer Jahresschreibens 2022 und weiterer laufender rechtlicher Verträge und Urteile. Unser diplomatischer Dienst nimmt jederzeit hoheitliche Aufgaben wahr, wie auch zum Beispiel die Polizei, Bundeswehr oder ähnliche. Und es ist daher vereinbart, dass diese allzeitfreies Geleit in ihrem Land erwarten und erfahren. Hört sich ja komisch an. Also habt ihr eine Ahnung, was das ist? Das ist ja genau das gleiche wieder an dem Scheunentor da. Ich weiß nicht. Bruder. Ich
glaube, er ist selber auch maximal überrascht oder so. Er hat es bestimmt genau in diesem Moment auch erst gesehen. Weiß ich jetzt nicht. So, hier hinten ist noch so ein Gang. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich versuche mal nicht so aufs Nachbargrundstück rüber zu filmen. Will mir auch nicht gleich die Nachbarschaft verderben. Ah. Hier können wir reingucken. Und wir sehen nichts. Aber es ist halt auch alles dunkel. Ja, zeige ich euch dann im nächsten Video mal. So, hier. Ich glaube, hier ist das Grundstück dann auch vorbei. Ja, dieser Maschinenschuppen ist hier mit... Aber ich finde ganz ehrlich, es ist ziemlich eng bebaut da, oder? Überall Nachbarshäuser. Hätte ich mir jetzt, also vom Videotitel und so, auf jeden Fall anders vorgestellt. Da so Bauernhof, so ein bisschen Alleinlage und so. Das ist ja mitten im Dorf irgendwie. Stein gebaut, das sieht für mich irgendwie so aus. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Handwerker, aber es sieht für mich so aus, als würde das noch verputzt gehören, ne? Aber der steht jetzt ja auch nicht erst seit einem halben Jahr da, sondern ich glaube mehrere Jahrzehnte. Und insofern... Da das noch nicht abgängig aussieht, wird das wohl so in Ordnung sein, aber man kann es wahrscheinlich verputzen, oder? So ein riesen elektrisches Rolltor ist natürlich richtig geil. Also eine ziemliche Traumgarage für jeden Autofuzzi eigentlich. Also ich glaube auch, dass das ultra cool ist, weil das vor allem so breit ist. Behaupten. Klar, hier muss man halt überall alles wieder ein bisschen schick machen und so weiter, ne? Das bleibt nicht aus. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall was draus machen. So, wie gesagt, so sieht das hier von der Rückansicht aus. Hier hast du einen Parkplatz, dann hast du diese Maschinenhalle. Da geht's rein zum Schweineschlachten. Das Ach so, das ist das Wohnhaus da von der Rückseite wahrscheinlich. Das heißt, wir haben irgendwie jetzt, oder er hat ein Haus zum Wohnen, eins für Autos und eine Scheune oder sowas. Hinten und die Scheune, wie gesagt, hier vorne ist der Gastank drin und so weiter. Dann geht das hier so ein bisschen abschüssig halt runter. Ist gerade im Winter jetzt, wenn das hier alles voller Schnee und Eis ist, ein bisschen unpraktisch. So, dann haben wir hier noch so einen Unterstand. Hier geht's runter in so einen kleinen Keller. Überall diese elektrischen Rollläden von außen. Und das sieht halt so aus, als wäre das hier auch schon ein Anbau, der auf jeden Fall später dazu gekommen ist. Das hier sieht für mich halt immer irgendwie so nach 60er, 70er Jahre aus, während das hier halt immer so spätes 19., Anfang 20. Jahrhundert ist. Ja, hier nochmal das Scheunentor. Ich finde das auch einfach schick mit dem... Also diese Fenster und so, das finde ich schon richtig schick. Berg und so weiter. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bis jetzt davon haltet. Ich werde auf jeden Fall für die Roomtour drinnen nochmal ein eigenes Video machen, weil das dann wirklich sehr umfangreich ist und ich das auch am liebsten auch mit jemandem zusammen machen würde. Schreibt ihr bitte mal jetzt in die Kommentare, was ihr bisher von diesem Bauernhof haltet. Das würde mich neben ihm auch mal ultra interessieren. Ich weiß nicht. Ist nicht, glaube ich, nicht nur ein bisschen was zu machen. Sich da ein bisschen auskennt und mehr dazu erzählen kann, zu den ganzen Themen, Heizung, Elektrogas, Sanitär, bla bla bla. Ja, ansonsten schreibt mir gerne einen Kommentar unten rein, wie ihr das Ganze so findet oder wenn ihr Handwerker seid, was so eure erste fachliche Einschätzung von der ganzen Bude hier ist und so weiter. Ich richte auch gerne nochmal eine E-Mail-Adresse ein, die blende ich ja auch über, falls ihr hier aus der Umgebung könnt und wie gesagt mir da irgendwie bei der Einschätzung gerade innen weiterhelfen könnt und wollt, dann schreibt da gerne hin. Ich bin einfach mega geflasht, dass ich euch jetzt mein erstes eigenes Haus vorstellen kann und habe das noch gar nicht so alles begriffen, was die letzten Monate alles abgegangen ist. Ich werde auf jeden Fall dazu gegen Ende des Jahres auch nochmal ein eigenes Video machen. Ist ja spannend, somit halt in das Thema Haus einzusteigen mit so einem Ding, ne? Ich finde es irgendwie spannend, was er auch so draus machen will. Ich glaube, ich werde das auch weiter verfolgen. Er hat ziemlich viele Videos davon. Also ganz ehrlich, ich glaube, da gehen wir demnächst nochmal rein. Also schaut, wenn ihr wollt, bei Hagen ganz gerne mal vorbei. Wir werden vor allem demnächst uns nochmal gemeinsam angucken, weil ich glaube, da ist das ein oder andere interessante Video noch dabei. Und gerade wenn er schon sein Auto verkaufen muss und seine Unternehmung gescheitert ist und dann noch das Haus eine Katastrophe ist, ich glaube, das wird wirklich verrückt.